Sieht schlecht aus mit den Tweets heute. Aber wir gehen in Game Nummer 2. Nichts außer ein Skinwechsel, wie man sehen kann. Okay, gut extended die Combo. 59, kann man nicht drüber klagen. Ah, das geht leider nicht noch höher. Das wäre sonst ein Zero to Death. Oh, es ist keine Zero to Death, aber die Big Fist macht es schnell. Und damit ein ganzer Stock Lead jetzt hier gerade für Ian. Wie gesagt, Best of Three. Wäre ein sehr wichtiges Game jetzt hier gerade. Bei Bayonetta weiß man ja nie, wie so ein Stock aussieht. Oh. Okay. Ja. Gut gepunished von SDN. Das sieht auf jeden Fall so vom Gameplay aus. So ein bisschen. Okay, nähernd Up Air. Und wir sehen hier schon wieder relativ even. Also es ist auf jeden Fall in ja, Matchups, die SDN besser kennt, würde ich jetzt mal darauf schieben. Sieht das auf jeden Fall nicht so messy aus. Also beide haben relativ viel, viel Control. Es wechselt immer oft, schwankt. Man hat gesehen, dass SDN jetzt versucht, hier die Sidebeats abzufangen mit den Uptails. Zwischen mit dem Prozenten auf jeden Fall auch schon gefährlich für Ian. Okay. Okay, also wir sehen 150% hier auf Bio. Ich weiß nicht, wie gut sie mit Rage scaled. Oh! Versucht hier mit dem F-Smash nach dem Parry zu punishen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche schnelleren Optionen gewesen wären. Ich kann mich jetzt an keine erinnern, tatsächlich. Keine bessere Option. Ein Downtilt vielleicht, aber nichts, was killt halt. Okay, also geht jetzt auf jeden Fall gut weiter gerade für SDN. Macht hier mit seinen kleinen Strings sehr gut. Oh, was passiert da? Keiner kann was sehen. Oh, der Footstool. Oh, und das war auch schon das 2-0. Ganz vergessen. Stimmt.